Freunde, euer Simon hier. Es ist Mittwoch, selbstverständlich. Thema Ernährung, ich stehe in der kleinen Body-IP-Küche und es gibt ein wahnsinnig gutes, köstliches, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gutes Rezept. Und zwar, ja, viele fragen Simon, ja, was kann man so für den Muskelaufbau essen? Ihr wisst, es gibt keine wirklichen Muskelaufbaurezept, aber wenn es eins oder wenn ich eins aussuchen würde, wäre das perfekt. Es ist außerdem ein Rezept, was meiner Meinung nach besonders für mich perfekt für nach dem Training ist, also so ein Post-Workout-Rezept. Warum? Weil wir super viel Eiweiß haben. Wir haben unterschiedliche Eiweißquellen, aber wir haben sehr, sehr schnell verfügbares Eiweiß. Wir haben ein bisschen langsamer verdauliches Eiweiß, also perfekt nach dem Training. Außerdem haben wir sehr wenig Fett und das Fett, was drin ist, sind eben gute Fettsäuren. Wir haben ein paar Vitamine, ein paar Mineralstoffe und wir haben, einfach gute Kohlenhydrate, schnelle, gute Kohlenhydrate, um die Speicher wieder aufzufüllen, aber eben auch für zwischendurch, eben wenn ihr die Power braucht, was braucht ihr dafür? Und ich habe es nicht gekocht, Mara war eine gute Frau und hat gestern für uns ein bisschen vorgekocht. Ich habe die Kamera drauf gehalten und habe noch ein kleines Stück retten können von unserem köstlichen Reis-Protein-Kuchen. Wahnsinnig lecker. Ein kleines Stück ist noch übrig geblieben. Wie gesagt, Mara war fleißig und hat das Ganze für uns gebacken. Was brauchen wir dafür? Ich muss mich kurz erinnern, was wir alles dafür gebraucht haben. Also wir brauchen, und das ist ganz, ganz wichtig, ich mache mir immer Reis und ich mache immer viel Reis, weil ich Reis sehr, sehr gerne esse, sowohl zu herzhaften Sachen als auch zu süßen Sachen. Deswegen koche ich meistens irgendwie Reis, wenn ich mir das mit meiner Currypfanne oder so mache. Und dann nehme ich den ganz normalen Basmati-Reis, richtig schöner Duftreis, und den könnt ihr eben auch super für süße Sachen verwenden. Das heißt, salzt nicht zu viel, nehmt den vielleicht am Vortag für irgendwie was Herzhaftes. Und wenn ihr, lasst euch einfach Reis stehen, lasst einfach mal Reis stehen und am nächsten Tag, das war bei uns auch, wir hatten noch Reis übrig und wir haben das ungefähr abgewogen, dass es perfekt für die Menge passt. 400 Gramm gekochter Reis, also fertiger Reis, 400 Gramm, das müssten so ungekocht, das müssten so circa 2 Tassen sein. Das müssten circa 250 Gramm ungekochter sein, wenn ihr ihn vorher extra kochen wollt. Circa, und dann guckt einfach, dass ihr beim gekochten Reis 400 Gramm Reis habt. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Whey-Protein. Ein köstliches Vanille-Whey-Protein. Mit meinem schmeckt es natürlich selbstverständlich am allerbesten. Aber ihr könnt jedes andere Whey-Protein nehmen. Solltet ihr machen, weil es auch wirklich für die Bindung sorgt. Viele fragen dann immer, geht das auch ohne? Geht auch, aber wie gesagt, erstens habt ihr dann nicht diesen hohen Eiweißgehalt und zweitens bindet es nicht so, so gut. Dann brauchen wir noch etwas Backpulver. Wirklich einen halben Teelöffel. Wir brauchen noch Beeren. Ihr könnt es, ganz fantastisch schmeckt es mit Sauerkirschen, mit den gefrorenen Sauerkirschen. Gibt es, glaube ich, bei Aldi oder Lidl oder so. Auf jeden Fall, bei einigen gibt es eben nur Beeren. Also auf jeden Fall ein paar rote Beeren, Heidelbeeren, Himbeeren habe ich jetzt als Mix. Davon brauchen wir so circa 100 Gramm, dass die so ein bisschen antauen. Wir brauchen noch ein Vollei, also ein ganzes Ei, selbstverständlich Bio, dann habt ihr bessere Fette mit drin, und 2 Eiklar. Und da die Eigelb nicht wegschmeißen, ich habe mal beim Koch ein bisschen erzählt, was wir in Polen immer aus den Eigelb gemacht haben, so Kogiel Mogiel, vielleicht kennt ihr das noch, köstlich. Also nicht die Eigelb wegschmeißen, aber für das Rezept brauchen wir eben 2 Eiklar, ein volles Ei. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Xucker Light, also Erythrit. Viele sagen, Simon, du sagst immer, das hat keine Kohlenhydrate. Nein, es hat Kohlenhydrate, aber es hat keine Kalorien, also die Kohlenhydrate sind nicht verwertbar, also es ist kalorienfrei. Meiner Meinung nach die Süße schlechthin. Mache ich jetzt keine Werbung, aber ich benutze es fast täglich. Deswegen solltet ihr es eigentlich auch immer da haben. Was brauchen wir noch? Ein bisschen Zimt zum Abrunden und Magerquark. Magerquark, ihr könnt es auch mit normalem Quark machen, dann wird es noch ein bisschen leckerer. Aber wie gesagt, für uns Sportler, Magerquark 150 Gramm. Und wie geht ihr vor? Super, super einfach. Ihr braucht einfach so eine schöne, und das ist die perfekte Menge für so ein, wie heißen diese Formen? Ihr wisst, wo man so einen Kuchen macht. So einen Kuchen, also so eine keine Ahnung. Schreibt mal drunter, wie das heißt. Das ist perfekt. Ihr legt das schön mit Backpapier aus und das ist eigentlich ganz, ganz, ganz simpel. Ihr nehmt den Reis, wie gesagt, die 2 Eiklar rein, das Vollei mit rein, Backpulver mit rein, das Whey selbstverständlich schön mit unterrühren. Schaut, dass ihr eine große Schüssel habt, dass ihr das richtig, richtig schön unterrührt. Ein bisschen Backpulver, ein bisschen Zimt noch, den Erythrit noch da rein. Ich muss das wieder so ein bisschen gedanklich aufsplitten, wie das war. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Und zum Schluss erst die Beeren. So ein bisschen unterheben. Die sollen nicht völlig zermanschen, sondern so ein bisschen
bisschen unterheben. Dann kommt das Ganze in die Form. Mara hat die schön in die Form gekippt. Genau, es war eine perfekte Menge, also es hat perfekt gepasst. Ofen vorheizen, ganz, ganz wichtig. Macht das vorher, heizt vorher den Ofen vor, 180 Grad. Gelingt am besten. Und dann, so, wir haben 27 Minuten eingestellt, aber haben dann nochmal drei nachgeschoben. Also so wirklich eine halbe Stunde kommt das Ganze bei 180 Grad in den Ofen und dann holt ihr es raus, lasst es etwas abkühlen, dass sich das ein bisschen setzt und dann schneidet ihr euch ein Stückchen runter und es ist wirklich, wirklich, wirklich lecker. Besonders wenn er noch warm ist, aber auch kalt. Ganz, ganz fantastisch. Also wirklich so ein kleiner, es ist so viel Eiweiß da drin. So viel Eiweiß, so viel Kohlenhydrate. Also wirklich was, was ihr euch auch zum Sport mitnehmen könnt in eine Tupperdose und statt des Shakes wirklich danach essen könnt. Fantastisches Rezept. Aber wie gesagt, auch für die Leute, die aufbauen wollen und nicht genug oder nicht auf ihre Kalorien kommen. Hier habt ihr wirklich sehr, sehr, sehr viele gute Kalorien, die ihr braucht. Deswegen unbedingt mal nachmachen. Kleines, kleines, feines Rezept. Ganz schnell mit Sachen, die man eigentlich immer da hat. Wie gesagt, Reis vorher vorkochen und dann geht das super schnell. Super schnell alles zusammenmischen, ab in den Ofen und dann habt ihr was ganz Feines. Deswegen nachmachen, Channel abonnieren, selbstverständlich. Schaut bei Facebook, Instagram vorbei für ein paar private Sachen und die besten Supplements. Das Whey, was da drin ist, ist ganz fantastisch. Kommen bald neue Geschmäcker, dann kommen ganz tolle neue Rezepte damit. Body Happy Nutrition. Bis dahin, euer Simon.